Jawohl, Servus und habe Ehre wieder mal aus dem Kronbelli. Wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben Rückebahn gefahren. Ich habe wieder ein Viertel aufgelegt. Mit ein paar Stempel. Ja. Weiß ich gar nicht. Wenn ich mal schauen. Ja gut, 50 ist okay. 50 ist okay. Bloß das einzige Problem, was ich habe, ich bringe ein paar nicht auf, weil der das nicht mehr hebt. Das Problem ist aber nicht, sag ich einmal, das Gewicht von den Stämmen, sondern die Schräge oder die Neigung von dem ganzen Gelände da. Also vielleicht kann man, das sieht man im Video einfach nicht. Jetzt, wenn man da hinschaut zum Video, ja, ein bisschen sieht man es, vielleicht da. Ja, sieht man nicht so, aber das ist einfach, das fällt total ab. Und jetzt, wenn du da mit dem Rückenbogen auflatzt und hast ja, so einen Stamm da, was ist denn das da? Schauen wir mal her miteinander, was wir da für Stempel haben. 70, 71. Ja? Haben wir da einen 71er Stempel. So, und den musst du jetzt da sozusagen bergauf auf den Wagen aufschwingen. Das kann nicht funktionieren. Also da habe ich sowieso mit 70er, wenn ich auf der Geraden bin, habe ich mit 70er Durchmesser Stempel mit dem Rückenwagen jetzt schon Probleme. Und jetzt, wenn du natürlich bergauf schwingen musst, dann packt das sowieso nicht. Und bei auch anschwingen geht auch nicht, weil die da Rente. Denn wenn du einmal über den Schwerpunkt über den mittigen Wagen drüber hast, der hat schon Stützen, ja, aber der hält das nicht auf. Das habe ich ein paar Mal ist schon ganz eng hergegangen. Ja. Ja, aber die da. Auf jeden Fall den da, den packe ich nicht. Den kann ich nicht aufladen, das packt er nicht. Jetzt war der, wie ich noch packe. Hinten habe ich auch nochmal 72er, den packe ich auch nicht. Den muss ich halt mit dem Frontlader noch holen. Ja, ich hole es aber mit dem Frontlader, kann man auch aufzeigen, aber da bin ich aber nicht so ein Fan davon, weil die ganzen Ständel in die Stamm drin sind, das muss er nicht sein. Ja, dann fahre ich mit dem Johnny und Frontlader, da Staplerkabel her und fahre dann halt auf dann zum Bolter. Das tut auch nichts. Ja. Aber an und für sich schaut das Gerät so aus. Ne? So, da würde ich sagen, fahren wir dann mal wieder auf das Viertel und da rennen wir weiter. Da könnt ihr ein bisschen mitfahren. Und da erzähle ich euch noch, was das für eine Rückgebung ist. Was mir aufgefallen ist, was man verbessern kann. Was die Schwächen sind, was die Stärken sind. Ja, ein bisschen was sowas, was halt mir aufgefallen ist, nicht? Jetzt die letzte Zeit. Genau, so machen wir es. Also, warten wir. Da haben wir was zwingen, oder? Ja, was.
So, habt ihr das gesehen? Das war knapp. War fast jetzt der Rückenwang umgefallen. Das ist schon öfter passiert. Halb so schlimm. Zwei Hebel für dich, dann fällt dir nichts, dann geht der Kran runter. Ey, das ist halt so eine Sache, wenn du so 70er Stempel hast, die haben halt ein Gewicht, nicht? Und lang sind sie auch 5 Meter, sollte man 4 Meter machen, normalerweise, dann haben sie besser zum Händeln. Aber da irgendwann ist halt eine Grenze erreicht, nicht? Ja, warum habe ich die zwei jetzt da rausgeklappt und ob es da hergeht? Die haben übergerissen, die haben am Stock unten haben die 70 oder über 70. Und da gar nicht lang umeinander, das war ein übergerissenes Sägewerk. Die nehme ich für mein Sägewerk her. Das nenne ich. Da habe ich noch ein paar Projekte, kommt auch noch auf den Kanal. Schaut es einmal rein dann. Später, da schneide ich das zum Bauholz. Und dann baue ich da was und so weiter. Und dann habe ich ideal die Übergrässe. Ja. Da sehe ich, kann ich die super verwerten. Und da ist Sägewerk auch glücklich, weiß nicht, Übergrässen schneiden wir. Ja. Auch scheiße. Und so passt das ganz gut. So, ich habe Lar, ich fahre wieder runter. Ich nehme euch mit, ja Freddy, ich nehme euch mit und dann schauen wir weiter. Jawohl, auf geht's. Nächste Fuhre, laden wir die nächste auf. Heute ist wunderbar, gell? 11. oder 12. März. Wunderbares Wetter. Also wirklich wunderbar. Es ist trocken, es staubt direkt. Das ist ganz selten, gell? Im März. Ja, und das ist natürlich eine gewandte Sache, würde ich sagen. So, jetzt wollen wir noch die Fetten holen. Was heißt die Fetten? Ja, die 70er. Die 70er, die sind da, das sage ich euch. Der Schnurder. Ja, da haben wir jetzt schon was einfallen lassen, weil ich die überhaupt saufe. Ich bringe mal überdrungen drüber. Überdrungen drüber bringe ich die auf keinen Fall. Keine Chance. Dann schauen wir mal. Was anderes aufbringen. Ja, jetzt gehen wir erst einmal raus. Stimmen wir mal ab. So, da. Gehen wir mal raus. Weil ich habe euch ja noch versprochen, dass ich euch noch sage, was das für ein Rückgewogen ist. Und ein bisschen was dazu. Ja. Also, wie gesagt, da, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 10 Rungen normalerweise drin. Probier jetzt die mit dann zu wasser da bei der Achse. Weil da schwinge ich die durch. Also da sind nicht praktisch mit der 70er, das wird es dann auch sehen. Über die Rungen drüber mal so hoch auf, schwinge ich die da alle bei einer vorwärts und dann wieder zurück. Dann muss ich nicht so hoch auf, dann hat er mehr Kraft da dran. Die hat sowieso Kraft, aber ja, irgendwo ist halt eine Grenze. Ne? Also ein 70er Stamm, 5 Meter lang, naja, das ist halt dann irgendwann einmal gut. Ne? Ja, Rückgewang. Das ist vom Unterrainer einer. Gran Forest Master. Unterrainer Forstgeräte, genau. Das ist der Rückgewang. Der hat eine Zusatzrunge hinten dran. Der ist ausziehbar. Also da haben da auch solche Hacke, die kann man aufmachen. Da kann man die Runge, die letzte Runge kann man auch reinschäumen. Da ist der kürzer. Und ich habe es eigentlich, wenn ich Feldweg fahre und so weiter, habe ich immer die Rassen, weil das für die 5 Meter 10er Fixlängen ideal ist. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ja, der Kran packt mit dem Ausleger, hat einen Ausleger dran. Ungefähr 12 Meter, also ungefähr, ja, da ist dann schon das letzte Spitzel, was dann bloß noch erwischt. Also haben wir 10 Meter boxt.
boxt mit deren Kran auf alle Fälle. Wenn der Stamm 10 Meter weg liegt, der boxt noch. Entsprechend hast du dann weniger Kraft, also ein 70er Stamm 10 Meter weg brauchst du nicht probieren, geht gar nicht. Kannst höchstens einen 70er Stamm probieren, dass er am Radl dort liegt. Also ziemlich am Radl dort, aber dann bringst du ihn auf. Ohne Auslöcher, da hat er am meisten Kraft, umso weiter, dass du natürlich mit deiner kommst. Gut, Glück gewonnen. 14 Tonnen. Also 14 Tonnen auf der Straße, 10 gängig, ja, 120er Pull da vorne dran, reicht völlig. Der Rückgewogen reicht auch völlig. Natürlich, wenn man Starkholz Blosch nennt, dann ist der zu wenig, weil dann ist er gefrett, weißt du, was du nicht aufbringst. Den Stamm jetzt zum Beispiel, jeden Stamm, wenn du jetzt ein Starkholz hast, mit 80, 90 Meter Durchmesser bloß, dann ist der Rückgewogen nichts. Dann brauchst du irgendwo Stärkeres. Brauchst du einen Rückgezug oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall für meine Sachen taugt der hinten und vorn, sagt man allemal. Ja? Ja, genau. Ansonsten habe ich noch eine Wanne. Also da, das ist ja so eine Blechwanne, die habe ich auch noch, die habe ich jetzt nicht um. Da kann man auch mei, so Kleinigkeiten fahren. Manche fahren ein Hackschnitzel damit. Ich habe es eigentlich alle bei herunten. Ich brauche es eigentlich jetzt nicht, weil ich fahre jetzt nicht auf der Straße, dass links und rechts was Asse hinkert hat. So habe ich das eigentlich aber hier unten, die Wanne. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr dazu zum sagen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt von dem Rückgewogen speziell, schreibt es in den Kommentaren rein. Genau, die Antwort ist euch, das ist kein Problem. Genau, Stützen hat er, klar. Einzelheiten, wie gesagt, Kommentare, schreibt einen Kommentar rein, fragt es und ich beantworte es euch. Das ist kein Thema nicht. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir die 70 Kaffee bringen da. Da schaut es jetzt ein bisschen zu, wenn ihr mich runterhört. Ja, genau. Alles klar. Gut. Ja, greifen wir wieder drauf.
Jawohl, hat hingehauen. Ja, so viel habe ich auch noch nicht aufgeladen. Ich hätte nicht geglaubt, dass hier Auto, besonders der da oben, der ist schon ganz grenzwertig da. Das hat sie gemerkt. Der packt einfach nicht mehr, der zickt nicht mehr. Na, bringst du ihn nicht auf für den Hund. Aber hat hingehauen. Jawohl! Muss ich nicht mit dem Frontlader runterfahren. Das taugt mir. Mit dem Frontlader und Stapelgabel hin und Scheißdreck. Man muss den da auch wackeln, weißt du, das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. Jawohl, super. Na, packen wir zusammen, fahren wir rauf, holen wir das nächste Viertel.